Guten Morgen. Heute möchte ich ein paar Zyklamen Hederifolium No Name Eigenaussaat pikieren. Dazu nehme ich einen kleinen Stab, lockere die Sämlinge auf und setze die mit der besten Blattfärbung oder besser gesagt Blattstruktur neu ein. Das alte Gefäß mache ich wieder zusammen und die neuen Sämlinge werden eingesetzt. Hier kommt schon vorsichtig gesehen ein zweites Blatt hoch. So, so, so. Und hier sind noch kleine. Da setze ich zwei Sämlinge in ein neues Töpfchen. Dann drücke ich die Erde vorsichtig an. Dass die Wurzeln etwas fest sind. So, hier auch. So. Die drücke ich auch wieder etwas fest. So, und das war es eigentlich fast. Jetzt kommt noch ein bisschen Aquariumkies drauf. Da habe ich, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass dadurch die Moosbildung etwas zurückgehalten wird. So, so. Und die Sämlinge sind eigentlich sehr robust. Also da braucht man sich nicht so viel. Da braucht man nicht so vorsichtig zu sein. Das war's.